Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video. Heute zeige ich euch mal ein MOTD-Plugin. Ein sehr, sehr cooles Plugin und zu Deutsch und Englisch. Hier seht ihr dann nochmal, wie das aussieht. Hier werden die Downloads gerade gesammelt. Und ihr drückt hier einfach auf Download, packt es bei euch in den Server, geht auf den Server oder eher gesagt, macht einen Restart hier. Packt wie gesagt das Plugin in den Plugins-Ordner. Seht, ich habe es hier jetzt schon drin. Hier sammeln sich langsam Plugins an. Könntet ihr gucken, ich wurde jetzt natürlich runtergeschmissen von dem Server. Also, ganz einfach. Plugins. Dann seht ihr hier, habt ihr eure MOTD, das ist eine Jar, die könnt ihr hier, ist der Code auch noch, wie ihr, wo ihr das ändern könnt. Ganz einfach. Dein Server, ne, dein Servernetzwerk 1.8.8, das 1.12. Jetzt mitspielen. So. Gehen wir mal hier runter und ihr seht, dein Server.net Minigames 1.8.8 1.12. 1.12 und dann neue MOD Update. Ja, ganz einfach könnt ihr das nämlich machen. Ihr geht dann hier einfach, wenn das hier reloaded ist, seht ihr hier simple MOTD. Dann gebt ihr MOTD JML. Ihr könnt jetzt beispielsweise phones.de Minigames Server. Minigames, ja, Server könnten wir das so lassen. Könnt ihr hier 1.8. X beispielsweise hinschreiben und jetzt neue BW Modis. Denn ich, wenn ich einen Server habe, möchte ich einen kompletten Backlog Server haben, wo ihr ganz, ganz viele verschiedene Backlog Modis habt. Da sind wir schon fleißig am Plan oder wie gesagt ich. Dann macht ihr einmal einen Reload und seht phones.de Minigames Server 1.8.x neue BW Modis. Ganz einfach, download das und ja, der Link ist in der Beschreibung verlinkt. Haut rein, bis dann und ciao.